Hallo meine Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute an Tag 21 der Arduino Basics Reihe und heute möchten wir uns mal ansehen, welche drei Möglichkeiten es wirklich gibt, Sensoren und Schalter an den Arduino anzuschließen. Heute behandeln wir nämlich das Thema Pull-Up, Pull-Down und Internal Pull-Up. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Tag 18, wo wir den Bodenfeuchtigkeitsmesser und den Touch-Sensor selber gebaut haben. Und da fehlte es uns ja an einem hochohmigen Widerstand. Die Aussage war in dem Video ehrlich gesagt nicht ganz korrekt, denn der Arduino hat in Wirklichkeit einen solchen Widerstand integriert. Da ich aber wusste, dass ich heute das Video über Pull-Up, Pull-Down und Internal Pull-Up drehen wollte, wollte ich dieses Thema natürlich nicht vorwegnehmen. Ja, Pull-Up und Pull-Down haben wir jetzt in der Serie schon das ein oder andere Mal gehört. Ich fange trotzdem nochmal von vorne an. Was sind Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände und warum brauchen wir sie überhaupt? Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände brauchen wir an den Eingängen. Das Warum ist ganz einfach erklärt. Und zwar kann der Arduino immer nur messen bei einem geschlossenen Stromkreis. Ja, und für den geschlossenen Stromkreis müssen wir für ein definiertes Signal sorgen. Nehmen wir also mal an, der Taster wäre mit 5 Volt am Eingang verbunden, dann hieße das, in dem Moment, wo wir den Taster drücken, würden 5 Volt in den digitalen Eingang des Arduino fließen. Wenn ich jetzt aber den Taster nicht drücke und nichts weiter unternehme, dann wäre der Stromkreis unterbrochen. Heißt, es wäre nichts am GPIO angeschlossen und das hätte zur Folge, dass der Arduino einen Zufallswert liefert. Wie das aussieht, könnt ihr euch mal im letzten Video von Tag 20 ansehen. Und da könnt ihr so im letzten Drittel des Videos in etwa sehen, was der Arduino bei Digital Read oder Analog Read ausspuckt, wenn nichts am Pin angeschlossen ist, auf dem wir auslesen wollen. Diese Werte sind auf jeden Fall willkürlich, also zumindest nicht vorhersehbar, was ich da jetzt genau bekomme. Und um genau das zu vermeiden, benötigen wir Pull-Ups und Pull-Downs. Bleiben wir mal bei unserem Beispiel. Der Taster liefert, wenn man ihn drückt, 5 Volt. Heißt, Digital Read liefert uns ein High. Also müssen wir dafür sorgen, dass ein Digital Read beim nicht gedrückten Zustand ein Low liefert. Und Low erreichen wir eben dadurch, dass wir Ground auf den Pin legen. So, jetzt könnte man natürlich einfach ein Kabel nehmen und das zwischen Ground und den Pin hängen. Das hätte aber zur Folge, dass wir kein sauberes High-Signal mehr bekommen würden beim Auslesen. Denn der Strom würde dann in dem Moment, wo wir den Taster drücken, zwar durch den Taster fließen, aber durch das Kabel direkt wieder auf Ground abfließen. Um das zu verhindern, nimmt man eben kein Kabel, sondern einen hochohmigen Widerstand. So erhält der GPIO bei einem Digital Read ein sauberes Low-Signal in dem Moment, wo wir den Taster nicht drücken. Wenn wir aber den Taster drücken, dann dient der Widerstand eben dazu, da der Strom sich ja den leichtesten Weg sucht, also den mit dem geringsten Widerstand, dass er eben nicht über den Widerstand auf Ground abfließt, sondern in den GPIO fließt und dadurch bekommen wir am GPIO auch ein High zurückgeliefert, wenn wir Digital Read aufrufen. Wenn man diesen Widerstand also zwischen GPIO und GND setzt, ist es ein Pull-Down-Widerstand, einfach weil wir ihn herunterziehen auf Low. Und wenn man das Ganze jetzt genau andersrum aufbaut, dass also der Tastereingang am GND hängt und wenn man den GPIO mit einem Widerstand auf 5 Volt legt, dann redet man von einem Pull-Up-Widerstand. Ja, das wäre erstmal so die Begrifflichkeit Pull-Up, Pull-Down und der Hintergrund, wofür sie gut sind. Ja, diese Funktionsweise gilt natürlich nicht nur für Taster, sondern auch für diverse Sensoren. Ja, also eigentlich kann man sagen, immer wenn es dazu kommen kann, dass bei einem Analog- oder Digital Read der Stromkreis unterbrochen ist, dann benötige ich einen Pull-Up oder Pull-Down, einfach um zu gewährleisten, dass ich einen berechenbaren Zustand an diesem Pin habe. Ja, und bei der Entscheidung, was brauche ich jetzt, Pull-Up oder Pull-Down, da muss ich mir halt betrachten, was bekomme ich für ein Signal bei einem, ich nenne es mal, aktivierten Zustand, also bei einem Taster. Digital ist es eigentlich ziemlich einfach. Wenn ich im gedrückten Zustand ein High kriege, dann muss ich ein Low im nicht gedrückten Zustand erreichen, also nehme ich einen Pull-Down-Widerstand. Bei Analogsensoren würde ich sagen, ist, wenn überhaupt ein Pull-Up oder Pull-Down notwendig ist, in der Regel der Pull-Down der richtige, weil meistens sind es eigentlich nur Bauteile, die ihren Widerstandswert ändern und dieser wird irgendwann einfach so hoch, dass der Stromkreis unterbrochen wird. Und das heißt ja, der Widerstandswert wächst, also wird unser Wert immer kleiner, 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 kleiner. So, und irgendwann ist der Stromkreis unterbrochen. So, und dann wird der Arduino anfangen rumzuzicken. Und das wäre dann entsprechend unser Wert 0. Und um den zu gewährleisten, würden wir dann auch einen Pull-Down verwenden.
Das muss man aber je nachdem, was man damit bezweckt und wie das Programm läuft, halt immer nochmal für sich selber genauer gucken. So, und jetzt kommen wir noch zu der Besonderheit, die ich bisher noch nicht erwähnt habe, wo ich in den Kommentaren auch schon darauf hingewiesen wurde. Und zwar besitzt der Arduino an seinen GPIOs einen internen 100 Megaohm Pull-Up-Widerstand. Dieser lässt sich über den Pin-Mode aktivieren. Pin-Mode kennen wir ja schon als Input oder Output. Und da gibt es eben noch Input-Pull-Up. Und dieser Pin-Mode sorgt eben dafür, dass dieser Pin über diesen 100 Megaohm Widerstand mit 5 Volt intern verbunden wird. Heißt, wir brauchen an diesem Pin dann keinen Widerstand mehr anschließen. Der Pin ist standardmäßig immer auf 5 Volt hochgezogen. Das heißt, wir müssen also darauf achten, dass wir den Taster an der Eingangsseite mit Ground verbinden. Einfach dafür, dass er eben das gegenteilige Signal liefert in dem Moment, wo man ihn drückt, nämlich Low. So, ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Ich hoffe auch, das war technisch soweit korrekt. Ich gebe zu, die Programmierung ist eben mein Steckenpferd und die Elektrotechnik ist eher so Beiwerk. Insofern sollten hier jetzt irgendwelche sachlichen Fehler drin gewesen sein. Korrigiert mich bitte gerne in den Kommentaren. Ich lerne da ja auch gerne dazu. Das ist auf jeden Fall so das, wie ich das ganze Thema verstanden habe, wie ich das auch verwende. Und bisher funktionierte das eigentlich auch immer ganz gut. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den technischen Aufbau für den heutigen Tag an und wechseln danach mal ans Steckbrett. Ich hätte es beinahe schon wieder vergessen. Hier unser Kalender, Tag 21. Ich mache den nochmal eben auf. Heute an Tag 21 ein 20 Megaohm Widerstand. Ja, und damit wechseln wir jetzt wirklich zum Schaltplan. Ja, hier seht ihr jetzt den Schaltplan zu Tag 21. Auf der linken Seite haben wir 3 Taster, auf der rechten Seite 3 LEDs und ganz rechts den Arduino. Die LEDs hängen an D3 bis D5, die Taster an D7 bis D9. Und ich denke, worauf das hinausläuft, ist ziemlich offensichtlich. Drücken wir den ersten Taster, geht die erste LED an, drücken wir den zweiten, die zweite und bei dem dritten Taster geht die dritte LED an. Aber kommen wir direkt zum eigentlichen Thema. Und zwar, das ist der Aufbau, den wir an Tag 11 für einen Taster schon kennengelernt haben. Und zwar, wir haben hier einen Pull-Down-Widerstand. Der verbindet den Ausgang des Tasters und somit auch den D7 mit Ground. Heißt, solange wir den Taster nicht drücken, liefert dieser uns immer ein Low-Signal. Wenn wir jetzt den Taster drücken, wird der Ausgang mit 5 Volt verbunden und somit liefert der Digital Read am D7 dann ein High. Der mittlere Taster ist genau andersrum aufgebaut und zwar haben wir hier am Ausgang einen Pull-Up-Widerstand. Und zwar wird hier der Tasterausgang durch den Widerstand mit 5 Volt verbunden. Heißt, der D8 liefert standardmäßig ein High-Signal und wenn wir den Taster drücken, liefert dieser ein Low. So, und jetzt kommen wir zur Besonderheit, und zwar zu dem linken Taster an D9. Der D9 nutzt nämlich den Internal Pull-Up, also einen Pull-Up wie bei dem mittleren Taster. Dieser Widerstand muss hier aber eben nicht mehr in der Schaltung angeschlossen werden, denn er befindet sich im Arduino selber, muss aber softwareseitig aktiviert werden. Das machen wir, wie eben schon erwähnt, über den Pin-Mode. Das heißt, der mittlere und der rechte Taster arbeiten ganz normal im Pin-Mode Input. Und der linke Taster an den neuen arbeitet mit dem Pin-Mode Input Pull-Up. Somit lassen wir den Widerstand weg, müssen aber weiterhin den Taster Eingang mit Ground verbinden. Somit haben wir standardmäßig am D9, ob was angeschlossen ist oder nicht, immer ein High-Signal. Und erst wenn wir den D9 mit Ground verbinden, was wir eben dadurch tun, dass wir den Taster drücken, dann liefert dieser Pin ein Low. Ja, das sind also die 3 Möglichkeiten, einen Taster am Arduino anzuschließen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal eben kurz das Sketch an und probieren das Ganze danach mal aus. Ja, hier seht ihr jetzt das Sketch zu Tag 21, Pull-Up und Pull-Down-Widerstände. In diesem Sketch werten wir 3 unterschiedlich angeschlossene Buttons aus. Button 1 wird mit externem Pull-Down-Widerstand angeschlossen, Button 2 mit externem Pull-Up und Button 3 wird ohne externen Widerstand angeschlossen und der interne Pull-Up-Widerstand verwendet. Also genauso wie wir das gerade eben auch auf dem Schaltplan schon gesehen haben. Beim Drücken eines Buttons wird, solange der Button gedrückt ist, die jeweilige LED eingeschaltet. Ich habe ja auch nochmal das Thema Digital Pins und Pin Mode verlinkt. Da könnt ihr das ganze Thema auch nochmal im Detail nachlesen, wenn ihr möchtet. Wir gehen jetzt erstmal das Sketch durch. Und zwar werden als erstes wieder die 6 Pins definiert. Und dann sind wir auch schon in der Setup-Methode. In der Setup-Methode werden erstmal die Pins für die LEDs wieder alle auf Ausgangsmodus gesetzt.
dann Button 1 und Button 2 Pin auf Input und der Button 3 Pin, also der Button, der weder Pull-Up noch Pull-Down-Widerstand angeschlossen hat, den setzen wir auf Input-Pull-Up. Das heißt, egal ob wir einen Pull-Up oder Pull-Down-Widerstand verwenden, da können wir in beiden Fällen Input verwenden, weil wir bekommen immer von außen auf jeden Fall ein High- oder ein Low-Signal, also entweder 5 Volt oder Ground. Aber der Stromkreis ist auf jeden Fall immer geschlossen. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dafür haben wir die Möglichkeit hier zu sagen Input-Pull-Up. Und damit sind wir auch schon in der Loop-Methode. Und in der Loop-Methode prüfen wir als erstes für den Button, der den Pull-Down-Widerstand verwendet, ob dieser High ist. Weil der Pull-Down sorgt dafür, dass kontinuierlich hier ein Low anliegt. Heißt, wenn dieser Pin uns ein High zurückliefert, ist der Taster gedrückt, also schalten wir die rote LED ein. Wenn das nicht der Fall ist, schalten wir die rote LED aus. Beim Button 2, der einen Pull-Up-Widerstand verwendet, müssen wir es eben genau andersrum machen. Das heißt, hier prüfen wir, ob der Pin Low ist. Wenn der Pin Low ist, heißt das, der Taster ist gedrückt, dann schalten wir die gelbe LED ein und ansonsten schalten wir die gelbe LED aus. Ja, wir erinnern uns, Button 2 und Button 3 hatten beide am Eingang den Ground angeschlossen. Das heißt, im gedrückten Zustand liefern sie beide ein Low und somit ist die Prüfung hier auch die gleiche beim Button 3 wie bei Button 2. Wir prüfen, ob dieser Low ist. Wenn ja, ist der Taster gedrückt. Dann schalten wir die LED ein und ansonsten schalten wir die LED aus. So, hier seht ihr jetzt den gleichen Aufbau, wie wir ihn uns eben auf dem Schaltplan angesehen haben. Ich würde sagen, wir schließen jetzt mal den Arduino an den PC und laden das Sketch mal eben hoch. So, das Hochladen ist abgeschlossen und dann schauen wir doch mal. Wir haben hier erst nochmal den Pull-Down-Widerstand mit den 5 Volt am Eingang. Wenn wir diesen Taster drücken, geht die rote LED an. Wenn wir loslassen, geht sie auch direkt wieder aus. Hier haben wir den Pull-Up-Widerstand am mittleren. Dieser hat also den Ground am Eingang angeschlossen. Wenn wir den drücken, geht die gelbe LED an. Lassen wir los, geht die gelbe LED wieder aus. So, und jetzt haben wir hier noch den Taster, der den Internal Pull-Up verwendet. Und wenn wir diesen Taster drücken, geht die grüne LED an. Wenn wir den Taster loslassen, geht die grüne LED wieder aus. Ja, und ich glaube, mehr kann ich zum Thema Pull-Up, Pull-Down und Internal Pull-Up nicht mehr sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten, wenn euch das Video weitergeholfen und gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Abonniert auch gerne direkt meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen an Tag 22 wiedersehen, wenn wir uns mal anschauen, wie kann ich ein Menü für ein LCD-Display bauen, welches ich dann über Buttons steuern kann. Bis dahin verabschiede ich mich und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!